Herzlich willkommen, meine lieben Freunde bei YouTube, hier bei Banished. Ich bin ja hier noch fies am rum balancieren. Kohle könnten wir auch mal aufbauen, aber wo wollen wir die ganzen Arbeiter herholen? Wir können doch jetzt nicht noch. Doch, wir können, wir müssen mehr Häuser bauen. Guck mal hier passen doch super Häuser rein. Warum habe ich noch keine Häuser gebaut? Ja, weil ich da noch mehr Nahrungsmittel brauche. Da machen wir hier noch ein paar Häuser. So, hier hinter die Kirche vielleicht. So. 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 Und hier noch. Wir haben ja wahrscheinlich gar nicht so viel Holz. Wobei ich habe den Leuten aber hier hinten gesagt, dass sie. Guck mal, das Feld ist fertig. Da müssen wir noch ansagen, was er machen soll. Mach mal Kürbisse. Haben wir noch gar nicht, glaube ich. Und wir brauchen auch schon wieder viel mehr Farmer. So. Seid ihr hier am Arbeiten? Ja, weißt du was? Wir brauchen hier noch ein Storage. Woran ist er gestorben? An Alter wieder. Mann, wie werden die alt denn? Wie alt werden die denn, meine ich? So. Storage Barn. Storage Pile. Oh. Nee. Stockpile. Was, haben wir den Winter schon überstanden? Das ging aber schnell. So, falls ich nicht gesagt habe, es war jetzt die Folge 20. Wir haben den Winter überstanden. Okay, auf Geschwindigkeit 5 geht das alles ziemlich zügig. Vielleicht werden wir mal ein bisschen runterschrauben, dass ich hier nicht völlig in Hektik verfalle. Warum habt ihr ein Fragezeichen über dem Kopf? Habt ihr kein. Oh nö, ey, warum braucht ihr denn immer so viele Leute, die auf den Feldern arbeiten? So. Okay. Mann. Wir könnten auch echt mal. Ah, jetzt ist die Kuh. Die eine Kuh, die wir hatten, ist tot, oder? Die wurde jetzt wahrscheinlich im Winter geschlachtet. Ja, schade. Aber vielleicht, na, aus dem Nichts heraus wird mir da keiner eine neue züchten, wa? Hatte ich hier hinten eigentlich noch eine Fischerdings hingebaut? Nee. Wir brauchen noch mehr. Aber mal gucken, ob hier vielleicht noch ein paar Nomaden kommen. Nee, keine Nomaden. Keine Nomaden. Die Häuser hier werden auch nicht gebaut. Holzvorräte lassen auch zu wünschen übrig. Lange frage ich mich, was sie hier überhaupt machen. Jetzt hilft ja alles nichts. Nur warten, oder? Nur warten. Glücklich sind sie ja noch, wa? Kannst du nicht meckern. Gesund sind sie und glücklich sind sie. Ja, ist alles low. Ist mir schon klar. Futterreserve ist low. Komm, wir stellen mal hier noch einen auf den Markt. Warte mal, auf den Markt. Wo sind denn die? Hier, der Trader. Ach, ist im Trading Post, okay. Wo ist denn der auf dem Markt arbeitet? Wie heißt denn der? Walking and Dislocation. Nee, nicht so. So eher. Genau. Frag mich nicht, wo sind es jetzt mehr geworden? Marktmann. Hier, Vendor. Der Vendor. Okay. Der Vendor ist ja interessant. So. Gut. Feuerholz. Low, low, low. Wir haben frühen Frühling. Hier hinten passiert gar nichts. Wo ich gesagt habe, dass sie hier ackern sollen wie die Verrückten. Nichts. Nee, Mist, Mist, Mist. Hunting-Kabinen ist wahrscheinlich auch lange noch nicht fertig. Gut. Gut, oh, guck mal, was ist das? Habe ich ja noch gar nicht gesehen. Wie weit ist denn das weg von unserem Häuschen? Ganz weit, wa? Ah, hier hinten. Ach, hier ist das, okay. Ach so, da. Ah, okay. Das sind ja so viel Eisen ist da. Kannst du gar keinem erzählen, bloß das ist ja nicht so schick.
wenn wir jetzt, na, die ganzen Leute da wieder rüberziehen, die haben ja hinten in der Ecke noch zu tun. Was heißt die ganzen Leute? Ich habe jetzt zwei Laborer, okay. Ist ja am Berg eben hängen geblieben. Was war denn das? Ach so, die Karte war da zu Ende. Oh nee, und die schlechten Sichtbedingungen. Was macht ihr jetzt hier? Seid ihr alle völlig überfordert oder was? Ach, ich weiß, warum die nicht bauen, weil irgendwelche Vorräte hier wieder fehlen. Holz fehlt. Ich kann jetzt hier auch keinen abziehen zum Holz abbauen, weil. Die Hunter, die machen ja, holen ja auch Nahrung. Stonecutter, Miner, holen Eisen. Oh, drei Schmiede. Warum habe ich überhaupt drei Schmiede? Die könnte ich doch mal abziehen hier. Ein Schmied reicht ja erstmal. Wir haben doch jetzt genug. Wir haben doch jetzt genug Werkzeug. Endlich ist wieder schönes Wetter. Frühling. Wir haben 12 Grad plus. Wir haben 97 Einwohner. Hier wird jetzt auch langsam gebaut. Das ist sehr schön. Haben sie hier hinten auch geschafft? Nee, die können nicht auf drei Hochzeiten gleichzeitig tanzen, die Jungs. Und Mädels, ist ja ganz klar, verstehe ich ja total. Ich bin ja hier der Gott. Der Gott der Verbannten. Der Gott der Verbannten. Uferman. So. Okay, was? Ah, Meldung, Meldung, Meldung. Trading Post. Was hast denn? Warme Jacken, Steine, Stahlwerkzeuge. Bau, Stahlwerkzeuge, Wolle. Guck mal, kosten das? 100, okay. Was kostet Stahlwerkzeuge? 200. 400. 60 Iron Tools, dafür kriegen wir 40. Naja, warum nicht? Dann können wir ja noch mal noch Steine kaufen. Haben wir auch hier noch schon. Hier warme Jacke? Nee, ist zu teuer. Wolle? Ja, dann nimm doch hier noch, Feuerholz können wir nicht verkaufen. Ein paar Steine könnten wir verkaufen, um hier auf die Gesamtsumme zu kommen. So, okay. Trade. Kannst wieder abhauen. Frag mich nicht, was wir jetzt gekauft haben. Stahlwerkzeug, wa? Okay. Stahlwerkzeug und ein bisschen Wolle. Na gut, warum nicht? Es geht hier auch schon wieder, was, wie viel Schneider haben wir denn eigentlich? Einen von allen. Scheinbar kommt er gar nicht mehr hinterher hier. Haben wir eigentlich Wolle im was braucht denn der Schneider? Wo ist denn der? Wo ist denn der Schneider? Der Schneider war hier hinten. Hier? Ja. Und der bra macht zurzeit arbeitet er mit Leder. Er hat auch sechs Leder an Bord. Aus Wolle macht er scheinbar gar nichts, oder was? Leder. 18 Leder haben wir. Okay. Hat der eigentlich erstmal genug? Da könnte man fast noch einen zweiten Schneider bauen, was? Kriegt ihr das hin, noch einen zweiten Schneider zu bauen? Schneider wäre dann. Wo ist er denn? Hier, der hier. Sieht man ja schon am Symbol. Guck mal, hier könnte noch ein Schneider hin. Kriegen wir den irgendwie hinten hin? Oder hier? Nee, lieber auf die Seite, wa? So. Hier, guck mal auch, wie schön, da kann ein Schneider hin. So, haben wir denn die neuen Häuschen schon fertig? Immer noch nicht. Selbst der Friedhof ist noch nicht fertig. Wir haben auch immer noch zu wenig Leber, aber wir werden aber keinen abziehen von unserer Lebensmittelproduktion. Was macht ihr hier? Da möchte ich doch ganz gerne, dass hier diese Bäume alle abgefällt werden. Oh, es regnet. Später Frühling. Bald haben wir den Sommer. Also diesmal sieht es relativ gut aus hier mit der Ernte. Also nicht mit der Ernte, sondern mit der Bebauung der Felder. Aber mit dem Holz nach wie vor nicht so optimal. Eher suboptimal. So, Mann, 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 Mann. Hier noch einen Transporter einstellen. Oh ja, da.
Ja, warum kommen die nicht vorwärts mit der Baureihe? Weil wir haben nur zwei Bilder. Komm, wir machen mal noch ein Bilder. Was ist er? Was hat er für ein Fragezeichen? Da ist gar kein Schmied drin. Ach ja, stimmt ja. Ich habe die ja rausgenommen, Leute. Wir haben erstmal genug Werkzeug. Holz erholt sich ein bisschen, aber dafür, dass wir frühen Sommer haben, ist eigentlich gar nichts. Gar nichts passiert da. Was hier mit den Hühnern ist. Ich würde gerne die Hühner mal schlachten, aber. Guck mal, hier brauchst du. Was sind das hier? Number of, die hier arbeiten. Da sollen eigentlich sechs Leute arbeiten, oder was? Ich habe aber gar nicht so viel, die ich hier einsetzen kann. Tut mir leid. Teufelskreis. Ohne Häuser keine Menschen, ohne Menschen keine Häuser, ohne Nahrung keine Häuser. Ohne Häuser keine Häuser. So. Der Woodcutter hat sein. Der hat sein Level doch nicht erreicht. Warum machst du Fragezeichen? Da arbeitet keiner. Warum arbeitet denn bei dem Woodcutter keiner? Habe ich hier abgezogen. Ja. Frühjahr, Sommer, okay, aber die Felder sind. Naja. Gut, der ist bestellt, den kriegen wir noch hin. Ja, gut, die wachsen, das wächst alles noch. So, was haben wir hier? Reserve an. Ist low on food, okay, wieder food. Ich frage mich, ob wir hier irgendwie eine Vorratswirtschaft hinkriegen. Wie sieht es denn eigentlich hier mit unseren Dingern hier aus? Leer, leer. Storage Barn. Also irgendwie gab es mal eine Zeit, da haben wir unglaublich viel gehabt, dass wir einen zweiten Storage Barn bauen mussten. Aber die Zeiten sind scheinbar vorbei hier. Aber mit den Feldern, so bin ich eigentlich ganz zufrieden hier. Ich kann jetzt noch nicht mal einen Weg bauen, dann sind die alle wieder überfordert. Guck mal, das ist hier zu weit, da will gar keiner hin, wa? Da will keiner hin. Kann ich aber auch verstehen, irgendwie. Da wird ganz langsam an irgendwas gebaut, okay. Hier wird Werk, ah, okay, die können gar nicht hin, weil sie natürlich arbeiten und bauen müssen. Tja. Gut, die Felder sind bestellt. Fällt mir jetzt gar nichts weiter ein. Jetzt muss ich im Prinzip ja, habe ich schon, wie ist das eigentlich auf 5 hier? Auf 5 gehen. Ups. Hohoho. Mal auf 5 gehen. Das wird mir natürlich wieder den Hut vom Kopf reißen, die Geschwindigkeit. Sommer. Also mir bleibt jetzt nichts anderes übrig, als ein bisschen zu warten, damit die jetzt im Prinzip meine ganzen Aufträge hier mal ausführen können. Mehr kann ich ja jetzt nicht machen. Junge, 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 Junge. Feuerholz ist ein bisschen mehr geworden, aber ist natürlich ein Witz für das, was wir wahrscheinlich brauchen werden. Aber scheinbar kommt jetzt Holz rein. Wird doch der ein oder andere von da hinten jetzt noch Holz geholt haben. Selbst Eisen hat sich jetzt wieder vermehrt. Mal gucken. Da irgendeiner rumzwirbelt. Hallo? Zwirbel, 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 zwirbel. Zwirbel. Hier zwirbelt gar keiner. Nicht einer. An Alter, okay. Jetzt kommen sie. Oh, aber in Scharen. Guck mal an, Alter. Jetzt sind die scheinbar mit irgendeinem. Oh, cool. Jetzt sind die mit irgendeinem Bauauftrag fertig und haben jetzt hier einen Kopf frei und können jetzt hier richtig loslegen. Das ist ja geil. Ja, das ist ja cool. Sag mal, hier Storage Barn kostet doch ja nichts, was? Storage Pile. Storage Pile ist doch fast umsonst. Mal hier noch einen. So. So, warum rennt ihr wieder zurück? Ihr tragt doch auch gar nichts. Oder müsst ihr jetzt die Ernte ein? Ah, jetzt ist die Ernte dran. Oh,
ein bisschen Feuerholz haben wir. So, dann hoffe ich mal, Leute, früher Herbst, okay, dass ihr die Ernte jetzt eintreibt, finde ich richtig gut. Friedhof ist noch nicht fertig. Lass uns mal gucken, wie sieht es denn hier aus mit der Zukunftsprognose für ein Jahr erstmal. Viel zu wenig. Wir kriegen hier keine kontinuierliche Nahrungswirtschaft hin, oder? Vier Laborer. Haben sie unser Häuschen jetzt fertig hier? Ja, die haben mal zu wenig Essen, sagen sie. Aber ich würde schon noch jemand was bringen. Faule Bande. Friedhof ist fertig, okay. So, hier versuchen sie krampfhaft die Ernte einzutreiben. Wir haben jetzt 101 Einwohner, das ist schon mal eine ziemlich coole Sache. Tja, wir müssen die Lebensmittelproduktion noch mehr hochsteigern. Und wie war das mit Boden? Waren doch wohl ziemlich einfach zu machen. Und zwar hier vielleicht noch ein Bodenfeld machen. Hier. Guck mal. Können wir doch hier ein Feld machen, oder? Uns ja keiner einen Kopf abreißen, so. 700, okay, wir haben Herbst, 700, 600 Lebensmittel, Feuerholz geht einigermaßen, oh nö, nicht jetzt schon, im Spätherbst fängt schon wieder an zu schneien, 0 Grad, oh nee, die sind doch noch nicht mehr bei fertig, die Ernte einzutreiben, Mann. Okay, das werden sie schon schaffen, wa? Dann sollten wir echt mal die abziehen, wenn die Ernte... Wir können jetzt schon... Oder? Nee, ist mir zu riskant. Dass wir da noch ein paar abziehen, die vielleicht hinten... da im Holzdingsbereich arbeiten. Guck mal, die machen hier schon fleißig. Da kann man sich nicht beschweren. Die arbeiten schon. Schön. Ja, hier benutzen sie tatsächlich dann hier diesen Weg hier schräg durch. Sie laufen nicht konsequent auf den Straßen. Finde ich im Prinzip ganz gut. Dann stellt sich nur die Frage, wie viel Sinn macht es hier Steinstraßen zu bauen, dass sie schneller sind? Wahrscheinlich nur innerhalb der Stadt, würde ich mal vermuten. So, meine lieben Freunde, das war's schon wieder. Eine weitere spannende Folge Banished. Ist ja schon mal ziemlich cool, wie wir hier ums Überleben kämpfen. In unserer schönen mittelalterlichen Siedlung. So, gut. Danke fürs Zuschauen und tschüss, bis zum nächsten Mal.